Autobiefahrerschaft von CEO, Alter. Ah, okay. Heute geht es. Ich finde, ich mag CEO wirklich. Ich finde CEO manchmal ein bisschen cringe, muss ich ehrlich sagen. Ist gar nicht so böse gemeint. Ich gette seinen Humor nicht immer. Und habe mir, wenn ich ehrlich bin, schon mal das ein oder andere CEO-Video angeschaut. Und da ging es mir doch ein bisschen eiskalt den Rücken runter, wenn ihr versteht, was ich meine auf Cringe-Basis. Aber schauen wir mal, wie dieses Video wird. Ich bin mal gespannt. Also ist nicht böse gemeint. So ist nicht ganz, ne? Das ist mein Mann, bei dem Qualität sehr hochgeschrieben wird. Der Typ, der einfach mal ganz kurz gar keinen Content liefert. Der seine Community behandelt, als wären es seine eigenen Kinder. Ich kann kotzen! Nur eine 100 Euro Top-Donation, wo sind wir hier? Ganz genau, Alter. Was soll die Scheiße? Wie viele Subs habe ich heute gemacht? Wie viele Subs habe ich bis jetzt gemacht, Alter? In dem Stream hier, ich bin jetzt seit einer Stunde live. Wie viele Subs waren das jetzt insgesamt, Leute? Ich gucke jetzt mal ganz kurz. Sorry, aber wir reden ganz kurz drüber, ja? Ich bin jetzt eine Stunde live. Wie viele Subs waren das insgesamt? Ja, 38. 38. Leute, wollt ihr, dass ich für mein scheiß Geld arbeite oder was? Wollt ihr mich komplett verarschen? Nein, Digga. Zappt mal jetzt hier rein, ganz einfach. So wie Shepard und TJ und giftet mal rein. Was soll die Kacke, Alter? Was soll... Ihr genießt hier gerade das Content? Bezahlt dafür, mir reicht's jetzt. Ganz einfach. Ich gehe offline. Ganz ehrlich, gib mir mal ein bisschen Mühe. Und der stets für euch da ist, egal wie lang eure Corona-Partys dauern mögen. Ich stehe auf Schwänze hier, auf Schwänze da. Schwänze sind eigentlich geil. Ja, Leute, heute geht es um diesen gut aussehenden Mann. Papa Platte. Oh, Junge. Oh, yeah. Ja, Leute, das ist sogar schon das dritte Mal, dass ich einen Twitch-Streamer in eine Folge von How to Be mit reinnehme. Und ich bin wirklich gespannt, was dieses Mal so auf uns zukommen wird. Gut, ich habe ja das Drehbuch geschrieben, deswegen weiß ich natürlich schon, was auf uns zukommen wird. Boah. Nee, ist jetzt nicht dein Ernst. Freunde, der Automat wirft nicht. Digga, Kevin. Ihr sagt ganz ehrlich, sollen wir drinbleiben? Eins im Chat, wenn ihr denkt, wir sollen drinbleiben, Jungs. Absolute kritische gerade. Holy shit. Alter, die Surf wirft ja überhaupt nicht. Oh, 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 oh. Vollbildforscher, Junge! Also Kevin, an der Knossi-Parodie musst du schon noch ein bisschen fallen. Das geht doch besser, oder? Yeah! Mein größter Gewinn in meiner Karriere! Ja gut, aber ich meine, also, ja. Nein, Schatzi! Schatzi, komm schnell! Naja, du hast aber auch Knossis Audio benutzt. Gib ganz genau. Ruhe. Also, Zeus fühlt vergleichsweise sehr oft Selbstgespräche, aber nicht auf so einem ironischen Level wie Varian, sondern ich glaube, er redet wirklich mit sich selber. Ich habe jetzt die letzten Tage Papa Platte ordentlich unter die Lupe genommen, all seine Stärken, Schwächen und sonstigen Macken analysiert, um euch eine perfekte Kanalvorstellung abzuliefern. Und somit sage ich jetzt so wie immer in einer Folge von How to Be, ihr wollt wissen, was Papa Platte so ausmacht, das erkläre ich nun in 5 Schritten und los geht's. Schritt 1! Gar nichts. Nichts macht Papa Platte aus. Papa Platte ist einfach seit 5 Jahren durchgehend live. Das macht den aus. Papa Platte ist komplett uninteressant und kein bisschen relevant. Papa Platte ist einfach nur seit 5 Jahren durchgehend live. Deshalb ist der so. Das war natürlich ein Joke. Ausraster und ja, ich weiß. Gerade bei Gamer fange ich super gerne mit diesem Punkt an, aber ich liebe es auch einfach, wenn man so voll aus der Haut fährt. Ah, du Hund! Was? 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 Was, Junge? Okay. Oh, ja! Okay, jetzt nicht choken, Kevin. Und tatsächlich ist das sogar einer der milderen Ausraster, weil es gibt auch sowas. Jetzt komm einfach ich. Boah, wie er da reinschaut. Ich wusste ja, dass Kevin genauso ein Rage-Kitty sein kann wie ich, Alter. Du dummer Wichser, du dummer Bastard, du... Warum eigentlich immer dieses Getanze nach einem Ausraster? Ist es vielleicht irgendwie eine Methode, um ganz... Ja, vielleicht sollte ich mir das auch angewöhnen, Digga. Ich habe mir von Ausraster in die Hand geschnitten und habe am Tisch rumgeschlagen, Alter. Vielleicht wäre das gar nicht so verkehrt. Schnell Stress abzubauen oder so? Ich meine, wenn das wirklich funktioniert, dann muss ich mir das merken. Das hätte mir bestimmt schon super oft geholfen, wie zum Beispiel letztens bei meiner Kündigung zum Beispiel. Also, ich wollte Sie darüber informieren, dass wir zurzeit Arbeitsplätze abbauen. Und das... Wieso hat der Chef so eine Minecraft-Brille an? Sie eben zur Gruppe gehören, die wir nicht mehr benötigen, würden wir Sie an der Stelle als fristlos kündigen... Benötigen. Na, Alter, was machen Sie da? Alles gut. Reden Sie ruhig weiter. Hätte schon geholfen, vielleicht. Das weiß, diese Jokes, ja. Ja. Weiß es nicht. So, da wir uns jetzt die ganzen Ausraster angesehen haben, die ja meistens eher was mit Fails zu tun haben, kommt jetzt das passende Gegenstück dazu, nämlich Schritt 2, die Skills. Backpack is hanging loosely. Kranker Wurf. Knock it off with a stone. Damn, son, where'd you find this? Wie genau soll ich das machen? Kevin, du bist so bad. Yay! Holy shit, was? Stark, Junge.
Boom. Ah. Kevin, Alter. Alter, das war wirklich entsetzlich. Ich will was abgeben und scheiße, ich bin echt selten irgendwie gut in Spielen. Ich habe sogar letztens so einen Test gemacht, ob ich ein guter YouTuber bin und ja, da kam das hier raus. Okay, Auswertung. Zu 60% bist du. Du hast einfach so wirklich gar nicht das Zeug dazu, YouTuber zu sein. Es ist gut, dass du es nicht bist und dich niemand im ganzen Team Internet kennt. Was soll die Eigentlich Scheiße? Bist du wie Revi. Was? Nur hat Revi einen kleinen Bonus, den du nicht hast. Er wird von sehr wenigen Menschen, aber immer noch doch geliebt. Also, ich weiß nicht, ob 3,1 Millionen Menschen wenig sind. An der Stelle, Grüße gehen raus. Aber der Test hat meine Ehre genommen. Leben! Genau. Aber jetzt wisst ihr es wenigstens. Ihr schaut einen super schlechten YouTuber. Ja gut, nicht so schlimm wie Papa Platte, ne, an der Stelle. Das Zeug dazu, YouTube. Aber das ist Comedy ist super wichtig auf einem Kanal. Natürlich muss erwähnt sein, wir sind hier auf Twitch, das heißt, es werden keine Jokes vorbereitet oder so. Wenn was Lustiges passiert, dann meistens eher spontan. Aber dennoch, wenn mal der Zufall es will und irgendwas Komödiantisches passiert, dann ist ja auch die Reaktion auf diese... Die 3 Millionen mögen mich nicht, ja, es ist mir egal. Die 3 Millionen gucken meine scheiß Videos und zahlen meine verfickte Miete, Alter. Comedy ist super wichtig, ob das... Und meine 400 Immobilien. ...lustig ist oder nicht. Also muss sowas einem dennoch irgendwie im Blut liegen, sag ich jetzt mal. 3K Zuschauer, ja, 1 Uhr nachts. Editor auf. 4, 5, 5, 5, 2, 4, 4, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 3. Okay, ich glaube, ich habe eine Zahl falsch. Vollidiot, Kevin, wirklich. Er kann auch nichts dafür, Junge. Oh mein Gott, Digga. Kevin juckt's gar nicht. Was ist mit ihm los, Junge? wo wollt er denn hin, Bruder? Moin Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Let's Play Rocket League. Einfach mal ein Intro an der Stelle. Das hat mir die Mios gebracht, Kevin, ich sag's dir. Moment, aktiven Spritzer. Was? Spritzer? Ich bin doch kein Spritzer. Ach, deswegen haben es dann alle Toilettenpapier. So, Quarantäne ist voll langweilig, da ist der Klick zu YouPorn gar nicht weit. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, die Jokes, keine Ahnung, die sind mir halt so ein bisschen zu... Ich weiß nicht, danke. Zwirbelt einfach. Schritt 4, die Redeskills. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Und ja, die sind eigentlich ziemlich gut, auch wenn sich Kevin mal hier und da ein bisschen verplappert, aber er hatte auch eine gute Reaktion. Aber Ceo ist voll der sympathische Typ. Bro, Alter, Kevin sieht aus wie so ein richtig krank Obdachloser, Digga. Wenn Kevin sich im Bart wachsen lässt, sieht der instant aus, als würde der Bahnhof Zoo geboren sein. Jungs, guckt euch den mal an, Digga. Dieser Bart hier vorne, das ist wirklich einfach nur lächerlich. Sieht aus, als hätte er gerade Ass geeatet und sich den Mund danach nicht abgeputzt. Junge, Kevin. Nachdem mir letztes Mal aufgefallen ist, dass ich jetzt schon seit circa 5 Jahren dabei sind, habe ich mich auch mal entschieden, dir was Kleines als Dankeschön für die tollen Streams, da fehlt ein Wort. Danke, Bro, für die 5 Euro, Kuba. Als ob es dann auch oben auf dem Dingsglitch, also auf dem Berg, auch Bruder. Ab. Sind irgendwie alle meine Gehirnzellen durch das viele Essen abgestorben? Ja. Als ob da oben auf dem Berg nicht das Ganze dann Schneedingst, also ob es dann halt, also müsste es nicht rein theoretisch, wenn es unten im Tal schneit, regnet, fuck! Jetzt aber mal ohne Scheiß so flüssig sprechen zu können, ist manchmal echt schwerer, als man denkt. Ich kann nicht mal richtig Deutsch, ich kann nicht mal C und S auseinanderhalten. Einfach so Tage, da geht einfach gar nichts, man redet einfach drauf los und immer nur irgendeinen Quatsch zusammen. Da stehe ich hier und sage jeden Satz ungefähr 100 Mal, bis ich merke, okay, das war jetzt mal wirklich... Ein ganz normaler Satz, Alter. Doch kommen wir nun zur Erkenntnis. Kennengelernt habe ich Papa Platte durch Suru tatsächlich. Das war ein Minecraft-Turnier mit Simon, da waren wir beide sogar mit dabei. Und ich habe sogar länger überlebt als er, obwohl ich halt wirklich gar keine Skills hatte. Aber er ist auch irgendwie total komisch gestorben. Ich habe keine Ahnung, was der Typ da vorher geraucht hat. Da oben ist eine Kiste. Oh, wollen wir da hingehen? Ey, ich meine, wer würde da oben eine Kiste mit wirklich sinnvollem Stuff hinmachen? Niemand, oder? Da oben würde niemand guten Stuff hinmachen. Opfer.
Sag mal, Kevin, was war denn da mit dir los? Durch Worldwide Wohnzimmer bin ich dann erneut auf ihn gestoßen. Und ich muss sagen, in diesem Talk kam er auch wirklich super sympathisch. Kevin, immer das gleiche T-Shirt einfach an. Ein nice Shirt, was er jetzt hat. Cindy, sie endlich mal neue Sachen gekauft. Das war's an der Stelle mal wieder komplett. Pratisch rüber. Also habe ich mir von ihm so ein paar Twitch-Streams. Twitch-Streams, das ist so ein böses Wort irgendwie. Von ihm gegeben und ich kann jetzt auch nur von meinem Geschmack her das Ganze bewerten. Und ich finde so. Auf Twitch. Eine 2 von 10. Feiere ich zum Beispiel sowas wie Gronkh oder Funk Royal und sowas. Und da ist er definitiv mit dabei. Ich habe zumindest nichts Verwerfliches gesehen und so ein typisches Babo-Verhalten ist auch nicht da. Also einfach ein ganz normaler, sympathischer Mensch. Also Kevin ist kein bisschen sympathisch und normal, Digga. Kevin ist komplett geistig durch und der gehört auf jeden Fall mal weggesperrt, Junge. Normal ist natürlich ein bisschen schwer gesagt. Da ist auf jeden Fall, ich will an der Stelle nochmal ganz kurz, eigentlich, ich verstehe nicht, dass Kevin diesen Song nicht als, ja, jetzt geht's bei mir auch los, nicht als Sub-Sound hat. Oh, das war noch Musik früher, Alter. Ich kann mir vorstellen, wie eure Väter, eure Mütter, Alter, zu dem Ding im Saarland getanzt haben. Genau zu diesem Lied. Schon ein bisschen verrückt manchmal. Achtung, stellt euch vor, euer Vater komplett besoffen auf der Tanzfläche auf der Schwester.